Mein Handy ist gerade ausgegangen. Ich bleibe für immer Moslem. Ja, hast dich entschieden, für alle Ewigkeiten in die ewige Verdammnis zu fahren. Ne? Das ist sehr, sehr schrecklich, ne? Dass man sich darüber keine Gedanken macht. Der von gerade eben war mit den Rest gegeben. Mohammed hat kein Kind geheiratet. Absoluter Wahnsinn. Für ihn ist kein sechsjähriges Mädchen ein Kind. Für ihn ist das Ragsen. Was hat der Islam mit den Köpfen angerichtet? Hallo? Hi. Hallo. Hi. Ja. Hörst du mich? Ich höre dich, ja. Hörst du mich? Ja, perfekt. Ich hätte ein paar Fragen an dich. Gott segne dich und deine Familie. Danke, auch so. Ich höre dich nicht, hallo? Ich hätte ein paar Fragen, und zwar, würde gerne die Bibel lesen und halt aber auch den Koran. Ich bin selbst griechisch-orthodox getauft worden, aber ich weiß halt nicht wirklich sehr viel, wurde mir nicht viel beigebracht. Und du bist griechisch-orthodox getauft worden? Ja. Und, okay. Aber ich habe aber generell halt nur so die Tradition mitgemacht. Aber so wirklich habe ich nicht was gelernt, weder von der Familie, aber auch nicht von mir, um ehrlich zu sein. Habe mich davor nicht damit beschäftigt. Und ich wollte einmal wissen, welche Bibel du zum Beispiel durchgelesen hast oder welche Übersetzungen. Ich habe die Schlachter 2000 Übersetzung gelesen. Mhm. Hast du dir auch, weil ich habe auch noch mit anderen Leuten gesprochen, die zum Beispiel orthodox sind und die meinten, ich sollte mir auch die byzantinistischen oder byzantinischen Texten durchlesen. Hast du das auch mal gemacht oder nur die Schlachter 2000? Ja. Nur die Schlachter 2000 und Elberfelder. Okay. Und darf ich fragen? Und teilweise auch die Lutherbibel. Und warum? Also, Wie meinst du warum? Weil er ganz nah am Urtext dran ist. Das ist mit einer der akkuratsten Übersetzungen, die wir haben. Elberfelder oder eine Schlachter 2000. Okay. Und dann noch eine andere Frage. Ich habe zum Beispiel eine muslimische Freundin und ich habe ihr das gesagt, dass ich auch halt noch den Koran halt lesen möchte. Um halt wirklich zu wissen, ob das halt alles so stimmt, was da steht, natürlich. Ne? Man muss ja auch immer alles überprüfen. Ja. Und da hat sie mir gesagt, dass sie sich halt, da hat sie mir halt vorgewarnt, so, ja, sowas wie, ja, du musst darauf achten, welche Übersetzung du dir da durchliest. Und da wollte ich dich jetzt fragen, welche Übersetzung du dir da durchgelesen hast. Die Koranübersetzung? Ja. Da ist es egal, du kannst eine Rudi Paré nehmen, einen Mohammed Ar-Rasul, Bubenheim, die unterscheiden sich da nicht großartig. Also, ja, okay. Also damals habe ich die Mohammed Ar-Rasul Version, also die Übersetzung gelesen. Mohammed Ar-Rasul. Aber auch sehr viel in der Rudi Paré. Also die beiden habe ich so, mit unter anderem waren sie die Hauptquellen, wo ich den Koran gelesen habe. Okay. Ja, ja, ich habe auch letztens mit deinem Bruder gesprochen, übrigens. Und da habe ich ihm das halt auch gesagt, dass ich halt aus einer griechisch-orthodoxen Familie komme, aber halt noch nicht so viel weiß. Und ich mich dann natürlich belehren möchte, ne, was halt meiner Meinung nach Sinn macht, was da richtig wäre, was falsch. Und ja, der war ganz... Also ich denke, mit Jesus Christus an deiner Seite machst du nichts Verkehrtes. Ihn als dein Vorbild zu nehmen, als dein Herrn und Heiland anzunehmen, ist schon mit das Schönste hier auf der Erde, ehrlich. Die Entscheidung für Jesus Christus ist eigentlich das Beste, was jeder Mensch eigentlich machen kann. Ja, natürlich, klar. Das, weil du musst dir vorstellen, wenn du dich für den Islam entscheidest, entscheidest du dich auch für das Vorbild Mohammeds. Das muss dir immer bewusst sein.
Und wenn du sein Leben dann studierst und siehst, was er Frauen angetan hat und was er befohlen hat, seinen Anhängern wie gegenüber Frauen, wie man mit Frauen zu verfahren hat, dann brauchst du dich auch nicht zu wundern, warum das so auf einmal der ganze Wahnsinn dann entsteht gegenüber den Frauen. Ne? Ja, also nee, einer hat geschrieben, ich bin nicht orthodox auf Griechisch. Also doch, das kannst du ja nicht wissen, ob ich das bin Ja, oder du nicht. kannst ja Griechisch reden. Kannst du Griechisch? Ja, natürlich. Dann sprich mal ein paar Sätze. Was soll ich sagen? Kalimera tikanete, echo diavasi Okay. Ja, das war eigentlich nur so ganz kurz, so ein kurzer Angriff an einer Person, die sagt, ich bin das nicht. Also, Ja, das heißt, Metaxa und Sirtaki für alle. Und Biftaki. nein, ich will auch gar nicht darüber, ich will auch gar nicht darüber sprechen, was falsch oder richtig ist. Einer schreibt, das Griechisch ist zum Weinen. Okay, alles klar. Das Griechisch ist zum Weinen. Also, ich war auch auf einer griechischen. Ja, ist doch jetzt egal. Ich verstehe auch gar nicht, warum man so diese Kommentare Ist ja, abgeben ja, muss. man will sich sicher sein, dass du nicht auf einmal so eine Muslima bist, die sich als Christin Nein, ausgibt oder nein, was? nein, nein, bin ich nicht, bin ich nicht. Nein, ich wollte halt nur fragen. Also, es heißt ja nicht, dass. Also, nichts gegen dich, dir, Amir, so dass du sowas, weiß ich nicht, Propaganda machst oder so. Das habe ich auch schon gehört, dass manche sagen, dass du halt nicht das Wahre sagst, und es heißt ja auch nicht, nur weil ich hier drin bin, dass ich dir alles glauben muss, ne? Also man muss halt natürlich, wenn man möchte, kann man zuhören, wenn man schon drin ist. Man soll aber natürlich für sich selbst entscheiden und selbst halt überprüfen, so wie ich halt die verschiedenen Bibelübersetzungen durchlesen möchte. Auch wenn ich dann auch die Zeit finde, natürlich auch noch den Koran lesen möchte, aber wirklich jetzt in dem Islam möchte ich natürlich nicht rein. Also da. Ja, super, das ist ja schon mal gut. Das Ja, ist schon mal gut, sehr und nicht gut. vergessen. Genau, deswegen wollte ich auch noch mal kurz rein und generell zu den Leuten sagen, ja, ihr könnt euch ja alles anhören, auch jetzt nicht nur von Ami, sondern auch von anderen Leuten, aber bitte auch durchlesen, und wenn ihr wirklich Fragen habt, dann bei Leuten nachfragen, die wirklich, wo ihr eigentlich schon das glaubt, dass die Ahnung haben, und wenn dann nicht nur eine Meinung, sondern auch mehrere Meinungen, bitte. Ja. Und ich wollte eigentlich nur wissen, welche Übersetzung du dir da durchgelesen hast. Okay, habe ich dann deine Frage damit beantwortet oder was? Ja, falls ich Fragen haben sollte, dann melde ich mich. Danke. Ja, gerne. Und ja, dann viel Erfolg Ich noch. hoffe natürlich, dass du dich bewusst für den Herrn Jesus Christus entscheidest und Buße tust und von neuem geboren wirst. Das ist das Schönste, was ich dir auch wünsche. Verstehst du? Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Das mit dem, wobei mit dem Wiedergeborenen, da habe ich auch schon gehört, so ein paar Sachen, da weiß ich auch noch nicht, aber ich will jetzt das Thema jetzt nicht aufmachen. Ich lese mir alles durch, und falls was sein sollte und ich dann deine Meinung wissen möchte, dann komme ich noch mal rein. Okay, alles klar, meine Liebe. Dann Gott segne dich und deine Familie und möge er sein Angesicht über dir leuchten lassen. Amen. Danke, danke, auch so. Tschüss. Okay, ciao. Ja, ihr Lieben, ich verstehe schon euer Bedenken, wenn die Leute dann hier reinkommen und dann solche Sachen. Ist ja auch direkt. Griechisch sprechen lassen. Ja, das war eine Griechin, also kann man schon von ausgehen. Taufnahme haben die Petra Dauer. Der Vater der Shisha Muslime. Ja, der Andi ist so der Imam dieser ganzen TikTok-Munafirin. TikTok-Heuchlerei. So krass. So, wer ist hier Dr. Sheikh Abu Amir. Guten Morgen. Guten Morgen. Gott segne dich und deine Familie, mein Lieber. Oh, danke schön. Das ist lieb von dir. Ich habe Aber mal eine. du musst mir erstmal Geld geben, damit ich mit dir rede. Geld geben? Naja, ich dachte, du Ja. glaubst an den Herrn Jesus Christus. Ich glaube, das ist dann doch, das wäre ja doch grotesk, oder nicht?
Richtig, was würdest du denn von mir denken, wenn ich so Gott predigen würde und jetzt zuerst sage, erstmal musst du mir Geld geben, damit ich mit dir rede? Was hältst du dann Dann von so einem Menschen? wärst du von mir, dann wärst du ein Söldner, dann weiß ich nicht. Ich würde dich nicht ernst nehmen. Ich würde dir dein Glauben, den du mir predigst, nicht abnehmen. Sehr gut, sehr gut. Also du siehst, dass der Mohammed in Koransure 58, Vers 12 den Leuten gesagt hat, wenn ihr mit mir reden wollt, dann müsst ihr mir erstmal Geld geben. Ja, das Und dann sagen sie mir, der war der vertrauenswürdigste Mensch, den es je gab. Das ist unglaublich. Also das ist man muss das Mohammed ist der Geld geben, damit man mit ihm redet. Glaube. Also wenn jemand nur an den Gott glaubt, um sich zu bereichern, ist das für mich, ja, das ist für mich dann Heuchelei. Dankeschön. Dankeschön. Also haben wir das Vorbild Mohammeds auch schon geklärt, ne? Sein Prophetentum und alles, ne? Wenn Naja, also sein Gott sagt in Sura 58, Vers 12, wenn ihr mit Mohammed reden wollt, dann müsst ihr ihm Almosen geben. Das ist unglaublich. Gut, aber ich Das bin wäre zum Beispiel jetzt nicht so absolute der Typ, Wahnsinn. der zum Beispiel jetzt andere, ich würde jetzt nicht verurteilen, ich sag mal, ja, okay, die haben, ne, das ist, ich bin so, ich halte mich eher so an diesen Sachen raus, aber ich gucke so nach meinem Prinzip, so was habe ich erlebt, was ist mit mir passiert, und ich beobachte auch, ich gucke ja auch, es gibt ja auch echt viele, ich sag mal, unsere Christen, die an Jesus Christus glauben und im Endeffekt genau das Gegenteil und das, was sie predigen, auch machen. Ja, also ich sehe das oft in der Gemeinde zum Beispiel, Lästereien und solche Sachen, ja. Also, das spielt schon viel eine Rolle auch, wenn ich dann gucke, so, ja, die haben alle irgendwie Geld, die leben alle wunderbar, predigen aber immer das eine und am Ende ziehen sie auch noch von den älteren Leuten oder ne, von den Gutmütigen das Geld aus der Tasche. Das passiert auch im Christentum. Das ist nicht nur im Muslimtum, ja. Das liegt an dem Menschen alleine. Wenn der Mensch so ist, so, Ja, ja, aber dreckig, würde ich sagen. was machst du denn zum Beispiel, wie ich das gerade eben erklärt habe, dass Gott selber sagt zu seinem Propheten, oh Prophet, wenn die Leute mit dir reden wollen, dann musst du erstmal Almosen verlangen, sozusagen. Wenn die Leute mit dir reden, dann musst du Geld verlangen. Würde man nicht auf die Idee kommen und sagen, ey, was ist das für ein Gott, der sowas überhaupt da befiehlt, seinem Propheten da? Was ist das? Natürlich nicht, natürlich nicht. Das würde ich Ja, also natürlich kommt dann man auf nur. erhebliche, man kriegt erheblichen Zweifel an seinen Charakter, an seinen Propheten, um alles, ne? Dass Gott sowas ihm erlaubt. Gott sagt ja, ihr könnt nicht zwei Herren dienen, ne? Entweder ihr dient dem Mammon oder ihr dient Gott. Entweder ihr dient Geld oder Gott. So sieht's aus. Ja, und Aber. deswegen soll niemals Geld eine Intention sein, Menschen die Botschaft zu geben. Deswegen nehme ich hier auch nicht irgendwie an behämmerten Matches teil, um irgendwie voll die Kohle mit dieser blödsinnigen TikTok-Sache zu machen. Ich nutze TikTok, damit ich sehr viele Menschen erreichen kann, weil ich hätte nie gedacht, dass diese App so dermaßen viele Menschen sogar mit der Menschen erreichen kann, weißt Ja, aber meinst du du? nicht, dass es auch anders rüberkommen kann, wenn man zu sehr zum Beispiel jemanden erreichen will, dass man eigentlich genau das Gegenteil davon bewirkt? Nee, warum? Wenn du dir Sorgen Weil, machst um deine Mitmenschen, dann freust du dich ja, doch über aber diesen Weg, der bereitet worden ist, damit ich sehr viele Menschen erreichen kann. Ist doch super. ja, aber die Leute, die viele lassen sich gar nicht erreichen. Weißt du, wie ich meine? Du kannst denen zum Beispiel, was weiß ich, du kannst Das denen spielt sogar. keine Rolle, das spielt keine Rolle, das spielt doch überhaupt gar keine Rolle. Das spielt doch überhaupt gar keine Rolle, aber die Gegebenheit, also dieses Bestandteil im Internet ist noch da. Man sollte das halt nutzen. Das heißt, du möchtest das Wort Gottes Das verkünden. Internet hier nutzen und viele Menschen zu erreichen. Richtig, das macht mein Onkel auch im Woran glaubst Knast. du denn? Ich glaube an Gott. Ich glaube, ja, also ich war mal lange, lange in der Kirche. Ich bin aufgewachsen in der Kirche. Seit meinem 5. Lebensjahr bis zu meinem 17. Lebensjahr ungefähr war ich sonntags, mittwochs, freitags. Von Jugend, Freizeit bis sonst was habe ich alles mitgemacht. Ja, ich hab auch meine eigenen Erlebnisse gehabt mit Gott. Ich war mal drogenabhängig.
Ja, hab viel Blödsinn erlebt, ja, und war auch mal im Gefängnis. Und mein Onkel ist Prediger im Gefängnis in Bremen. Hammer. Cool. Ja. Und also ich kenne mich da schon so ein bisschen aus. Ich sag mal so, ich habe mich aber irgendwann wieder irgendwie abgewandt. Ich kann es gar nicht erklären. Ich hab meine Erlebnisse gehabt, die haben mich auch irgendwie geprägt. Und andererseits bin ich so ein undankbarer Mensch, dass ich trotzdem meine Gelüste, also das, was mir, ich sag mal, auch gut tut, ne, trotzdem getan habe und im Sinne auch noch im Kopf, so im Hinterkopf getragen habe. Alter, Gott mag das nicht. Alter, und weißt du, so heuchlerisch mäßig, ich spreche sogar noch, weißt du, so mit mir selber und sag mir so, Alter, ja, es ist nicht gut, was du machst, aber ich mach's trotzdem. So, und das hat sich so ein bisschen, ich weiß nicht, das hat sich so ein bisschen das Herz auch versteinert nach einer Zeit, ne? Ich habe gemerkt, ich kann auf einmal nicht mehr, keine Gefühle mehr zeigen. Ich kann zum Beispiel nicht mehr weinen, ja, weil zum Beispiel, ne? Ich kann nicht, ich habe Mitleid gegenüber, ich sag mal so, es muss irgendwie, zum Beispiel wie bei einer Musik, ja, wie bei einem Ton, ein gewisser Ton berührt dich auf einmal und dann plötzlich bekommst du eine Träne, ja. Aber dieser Ton fehlt mir mittlerweile in der Kirche, ja, dass ich, weil das Problem ist, ich habe Augen und Ohren, Gott hat mir die gegeben und da, wo ich bin und beobachte und denke, okay, der Mensch ist besser als ich, ja, dem muss ich zuhören, er weiß es besser, normal, ja, aber dann im Endeffekt, trotzdem sehe ich seine Menschlichkeit, ja, dass er auch seine Fehler hat, vielleicht auch noch im Hintergrund, die man nicht sieht, ja, und die ich dann aber gesehen habe, zum Beispiel, ja, und dann habe ich natürlich auch, dann wendest du dich irgendwie, ja, auch wenn du das nicht willst, ab, ne? Das passiert ganz schnell. Und ja, Ex-Knacki, der schreibt dann jetzt sein Name Ex-Knacki. Ja, war jetzt Bitte kein. schön. Du brauchst dich da nicht auf die Kommentare zu fixieren. Nein, ich habe meine Freundin nicht geschlagen. Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder mittlerweile. Gott hat mir. Oh, das ist eine krasse Geschichte. Ich habe bis zu meinem 30. Lebensjahr habe ich keine Kinder. Ich habe aber viele Frauen gehabt. Ja, und komischerweise ist nie irgendwas draus geworden. Ich habe mir immer mal Kinder gewünscht. Ja, wollte aus dem Trott raus, wollte aus diesem Single-Ding da sein, weg. Diskos, Miskos, ne? All diese ganzen. All diese, ja, ich sag mal, diese ganzen weltlichen Dinge. Und dann habe ich meine Frau kennengelernt und das ging auf einmal plötzlich ganz schnell. Bam, 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 geheiratet und jetzt schon zwei Kinder und die besten Kinder der Welt. Und natürlich, das Erste, was ich daran gedacht habe, das kann nur von Gott sein. Weil das kann nicht sein, dass ich über 10 Jahre sozusagen was wollte und es nicht bekommen habe. Und als ich dann. Ich sag mal, mich selber radikal auch wieder so ein bisschen zurückgezogen habe, dann auf einmal habe ich den positiven Vibe gespürt. Ne? Dann auf einmal hast du das, was Positives auf einmal wiederbekommen. So, und das sehe ich. Das sehe ich. Also ich sehe diese Dinge und trotzdem, Alter, bin ich richtig gefangen, Alter, in Ketten und komme nicht von diesen, ich sag mal, ich komme nicht raus. Ich habe meinen Text sogar geschrieben, ne, dass ich gefangen bin in Ketten. Ich weiß nicht, ich meine, ich hatte auch viele Träume, ne? Also vom Teufel kacken und sowas, ne? Kannst du dir ja vorstellen, dass man dann, ne, so ein bisschen, ich sag mal so, dämonenmäßig so. Ja, da ist aber auch die nächste Frage. Guck mal, es gibt Sprachen in Zungen, ja? Also bei uns in der Kirche sprechen die in Zungen. Der Heilige Geist. Jetzt habe ich mich aber jedes Mal gefragt, kann das nicht sein, dass es dann vielleicht auch ein böser Geist in dir ist? Kann das Ja, sein? das ist nämlich auch so, weil es einen Geist hier auf dieser Welt gibt, der auch die Gläubigen am Verführen ist und sie da irgendwie in irgendwelchen charismatischen Bewegungen drin festhält und das Wort Gottes so ein bisschen korrumpiert. Ne? Du siehst ja, wie es da zugeht bei den Charismatikern, so ein bisschen sehr weltlich, sehr so nicht nüchtern, sondern einfach nur so
Ja, Ja, du das siehst ja, ist wenn ja die dann nicht nur anfangen, bei. genug zu sprechen, dass sie da anfangen, dieses Galamala, Jalawala und was weiß ich, was sie da reden. Es ist heftig. Ja, Also, aber das guck mal, wirkt sehr, sehr ganz, aber das ganz steht ja auch komisch in der auf Bibel jemanden, drin. der erstens neu im Glauben ist, zweitens schon länger im Glauben ist und drittens auf diese ungläubige Welt. Ja? Die guckt dann so da drauf und denkt so, irgendwas stimmt da nicht mit denen hier. Ne? Das steht ja auch in der Bibel, dass wenn der Heilige Geist runterkommt und du dann in einer anderen Sprache sprichst, oder dass du zum Beispiel auch andere könnten dich verstehen, zum Beispiel, das ist wie in Babylon, die Geschichte, ne? Damals, als sie ja hoch hinaus wollten, dann hat er denen sozusagen eine andere Sprache verpasst, dass sie sich gar nicht mehr verstehen konnten, ne? Dass sie nicht mehr zueinander finden konnten, nicht miteinander reden konnten. Und somit wird das Ja, ja auch erklärt, du siehst doch, mein Lieber, dass die Apostel in verschiedenen Sprachen der Menschen sprechen konnten und sie auf einmal gesagt haben, guckt euch das mal an, sie haben das nicht mal gelernt und reden in unseren Sprachen, wir verstehen sie, in verständlichen Sprachen. Aber das, was du heute hörst, ist so ein Gelalle. Galamala, Jagala, was ist das, Mann? Das kann doch nicht ja, von Gott aber sein, guck sondern. mal. Aber es könnte doch sein, dass es doch tatsächlich wahr ist, dass der wirklich so spricht, ja, Ja, aber dass es tatsächlich die Wahrheit. das widerspricht doch dem Wort. Wenn die Jünger und Apostel in verständlichen Sprachen sprechen konnten, damit sie die Menschen erreichen konnten, dann war das ein Wunder. Aber das, was wir heute sehen, das ist ja kein Wunder, Mann. Nur, guck mal, wir könnten doch beide falsch liegen. Deswegen sage ich ja, wir könnten doch beide falsch liegen, aber, ne, das wäre doch dann auch von uns Aber eine die Heilige Verurteilung. Schrift sagt, sie sprechen doch in verständlichen Sprachen und wir verstehen sie auf einmal. Aber du kannst doch nicht das, was die heutige charismatische Bewegung, diese pfingstcharismatische Bewegung da von sich gibt, diese Lalle und dieses Gelaut, dieses Gegackere da, das kannst du nicht als eine Sprache sehen. Das ist doch Wahnsinn, Mann. Naja, es heißt ja, das ist ja die Sprache Gottes, ne? Und dass du direkt mit Ich ihm. bitte dich, ich bitte dich, ich bitte dich, bitte. Als Allerwichtigstes ist es erstmal, dass du von Neuem geboren werden musst. Alles andere ist erstmal sekundär. Du selber musst eine persönliche Entscheidung für Jesus Christus treffen. Aber ich höre die ganze Zeit heraus, dass du nur, ja, ich glaube an Gott und sowas. Du bist nicht konkret, was die Sache angeht. Genau, ich habe mich, glaube ich, verehrt mit mit meinen ganzen Fragen. Ich habe so viele Fragen gestellt, dass ich im Endeffekt mir die auch irgendwie nebenbei selber beantworte und dann schon gar nicht mehr weiß, was oben und unten ist. Weißt du, Ja, ich meine. wenn du natürlich die ganze Zeit zu Selbstkritik, also zu kritisch die ganze Zeit denkst, dann lässt du auch gar nichts anderes mehr zu. Und verharrst auch selber in dieser Kritikwahn. Verstehst du? Und Ja. das kann es ja nicht mal sein. Ein wenig muss man ja auch annehmen und nicht nur kritisch sein. Das geht ja nicht. Nur kritisch sein ist auch ja, daneben. Ja, aber guck mal, ich finde zum Beispiel, es gibt ganz viele muslimische Brüder, die sind super. Also Brüder, muslimische Brüder. ja. Also ich bin jetzt kein Muslim, ja, aber ich habe zum Beispiel Freunde, die sind Moslems Aha, und die sind total, das total ist was nett, total. anderes. Du hast aber gerade Muslime deine Brüder genannt. Wie kann das denn sein? Naja, weil wir sind alle Brüder und Schwestern auf dieser Erde. So sehe ich das. Ich Ja, dann musst du das nehme da sagen. keinen In Unterschied. Adam. Mein Bruder und meine Schwester in Adam, aber nicht meine geistlichen Geschwister. Ja, aber ich nehme ja gar keinen Unterschied zwischen Muslim, Hindu oder sonst was. Ich meine, irgendwo in jeder Lehre. Ist es fast also in jeder Lehre kann man so sagen, ne? Selbst vom Hinduismus ist der Baum des Lebens ist genau so beschrieben, wie in der Bibel oder wie im Koran. Also es gleicht sich schon irgendwo aus und ein. Ja, also das ist, man kann nicht sagen. Was redest du da, Mann? Das ist doch nicht normal, ey. Der Typ ist nur Philosoph. Sein Herz ist erfüllt von Islamhass. Amir, sein Herz ist erfüllt von Islamhass. Ja, klar, ey. Was ist da los? Eingeladen oder was? Hallo. So, du hast selber angefragt, ne?
Richtig, grüße dich. Hi. Gott segne dich und deine Familie, mein Lieber. Vielen Dank. Ich habe eine allgemeine Frage. Ich verstehe, also ich bin ein ziemlich logisch denkender Mensch. So, wie kann es sein, dass also der Koran wurde 600 Jahre, da gab es ja die ersten handschriftlichen Funde nach Christus, wurden erst entdeckt, richtig? 600 Jahre nach der Bibel, ja, kam der Koran da mit Mohammed, ne? Ja. Genau, also deswegen verstehe ich nicht. Also wenn ich jetzt eine Partei gründe, die ist 20 Jahre alt und 10 Jahre später kommt eine neue Partei und sagt, sie ist dann die irgendwie, man muss an sie glauben und sie hat immer bei allem recht und alles, was sie sagt, ist recht. Das verstehe ich nicht. Also wie kann es sein, dass eine Religion, die 600 bis 1000 Jahre später auftaucht, die einzig wahre Religion ist? Ja, nicht nur das, ich habe ja schon ständig sage ich das, ne, wenn wir uns den Koran von einer historischen Perspektive anschauen und sehen, dass der Koran auf einmal die Kreuzigung leugnet, auf einmal und wir sehen, dass es die frühe Quellen etwas anderes sagen als diese spätere Quelle namens Koran, dann können wir ja nicht eine Schrift akzeptieren, die irgendwie 600 Jahre später kam, die auf einmal berichtet, dass Jesus nicht gekreuzigt worden ist. Das ist ja Quatsch. Keiner würde so vorgehen. Nee, genau. Also wenn man in der heutigen Zeit eine Religion gründen würde, dann würden jeder andere einen Vogel zeigen. Natürlich. Okay. Ja, das wollte ich nur wissen, weil wie gesagt, ich war ein bisschen verwundert, warum man irgendwie eine Religion, die später auftaucht, erst als einzig wahr betitelt. Ist natürlich ein großes Problem, was der Islam mit sich bringt, ne? Und du siehst ja, dass die ganzen Schriften der Bibel sowieso erstmal widersprechen und zweitens auch alles geleugnet wird. Also der Geist des Korans ist der Geist des Widersachers. Eindeutig, wenn du den Koran liest, du wirst richtig merken, dass das so ein menschengemachtes Buch ist, so gemacht für einen Mann, von einem Mann, für einen Mann. Du wirst das direkt merken, dass das nichts Göttliches in sich hat, sondern eher sowas Menschliches. Gibt es einfache Zusammenfassungen, ohne dass ich da irgendwie ganze Bücher lesen muss? Eine einfache Zusammenfassung. Also ich meine, also wenn ich jetzt ganzen Koran durchlesen würde und jeden Vers verstehen würde oder würde wollen, ich glaube, da bräuchte ich Monate dafür. Ja, den Koran kannst du ja also an einem Tag kannst du ihn ja durchlesen. Der hat ja nur, glaube ich, 500 oder 600 Seiten. Okay. Und warum wird immer gesagt, so jeder interpretiert das immer anders? Also Oh, von der warte, Richtung? ich hab eine Verstoßverwarnung bekommen. Siehst du das? Ich gehe mal raus. Ich muss raus, ich komme gleich wieder. Na, also später wieder.